Herzlich willkommen zurück bei Andruck, dem Pressetalk auf TV Berlin. Liebe Zuschauer, wir sprechen über die Flüchtlinge in Berlin. Und Herr Nowakowski, Oranienplatz, das Problem ist jedenfalls jetzt erstmal vom Tisch, so wie es aussieht. Aber wir haben noch die Gerd-Hauptmann-Schule. Die sollte eigentlich in den Kompromiss mit einbezogen sein. Es sieht aber nicht danach aus, als ob da wirklich schnell was passiert. Ein Thema ist wohl, dass es nach wie vor nicht genügend Unterkünfte gibt für die Flüchtlinge, die da sind. Das andere Problem, dass die alle unter unterschiedlichen Voraussetzungen dort sind. Ich glaube, der Oranienplatz war schon eine sehr gemischte Gesellschaft und die Menschen, die in der Hauptmannschule wohnen, sind noch gemischter. Und wir haben das ja auch erlebt. Die Polizei berichtet ja immer wieder darüber, wie häufig sie dort zu Einsätzen gerufen wird oder eingreifen muss. Und wir haben auch durchaus den Zusammenhang zwischen dem Drogenhandel im Görlitzer Park und den Bewohnern dieser Hauptmannschule. Das ist ja das Unangenehme daran vielleicht, dass eben Flüchtlinge, die wirklich froh sind, ihr Leben gerettet zu haben und eigentlich nichts anderes wollen, als in Ruhe ein neues Leben aufzubauen, vielleicht dann auch in ein falsches Licht geraten, wenn eben Menschen dabei sind, die sich dann eben dem Drogenhandel widmen. Das stigmatisiert die negativ. Und ich glaube, das, was der Kollege Faroun angesprochen hat, ist die ganz wichtige Frage, müssen wir mehr tun, um Menschen hier zu integrieren? Wir hatten das bei uns im Tagesspiegel vor kurzem auch wieder mit syrischen Flüchtlingen, die bestens ausgebildet nach Deutschland kommen und wo die Gesellschaft eigentlich heilfroh sein muss, dass solche Menschen sagen, ich will es hier schaffen, und dass wir denen Steine in den Weg legen und sie nicht integrieren und die beste Voraussetzungen und Bildungsabschlüsse haben. Da muss man gucken, nicht alle sind hochgebildet, aber die herkommen, sind eher die Aktiveren, die Leute, die auch eine Perspektive haben. Da müssen wir schauen, das ist das eine. Die Roma-Familien sind die anderen. Da kann es nicht sein, dass ein Land wie Rumänien seine eigenen Staatsbürger so behandelt, dass die lieber nach Deutschland gehen, weil sie dort schikaniert werden. Da muss die EU anders reagieren als mit Flüchtlingen. Ich glaube, ich will damit sagen, man muss verschiedene Lösungen für verschiedene Gruppierungen haben und sehen, was man machen kann. Und es kann nicht sein, dass Roma-Familien immer wieder Asylanträge stellen, obwohl es klar ist, dass sie abgelehnt werden, weil sie eben nicht unter die Flüchtlingsbedingungen fallen, aber in der Zwischenzeit Geld kassieren, dann wieder zurückgehen, dann wiederkommen und damit viele Plätze belegen in Flüchtlingsheimen, die man eigentlich nötigerweise für andere Gruppen braucht. Das ist durchaus eine schwierige Aufgabe. Ich habe das Gefühl, die Bundesregierung hat sich ja ein paar Sachen vorgenommen zur Reform des Asylrechts. Das muss jetzt schnell kommen, weil man weiß, es wären eher mehr als weniger Flüchtlinge. Also ich glaube, da ist auch die Politik auf dem richtigen Weg. Das Problem, das muss man einfach mal auch klar sagen, das ist eine Bundesgesetzgebung. Berlin kann zwar Anstöße geben, unterstützen, aber letztendlich muss eine Einigung im Bund gemacht werden und es muss ja bundeseinheitlich geregelt werden. Und es gibt ja auch einen Koalitionsvertrag. Die Große Koalition hat ja da auch schon entsprechende Vorhaben angekündigt. Es wurde auch neulich im Abgeordnetenhaus klar gesagt, dass das Thema Residenzpflicht, da hat ja Berlin auch eine Position, hat sich die Position der Flüchtlinge weitestgehend übernommen. Also da passiert ja einiges. Zum Thema Hauptmannschule darf ich noch kurz sagen. Also ich bin mal ein bisschen vorsichtig, die Flüchtlinge dort alle zu kriminalisieren, so als wenn dort Drogenkriminalität aus dem Görlitzer Park. Ich habe auch nur gesagt, es ist eine Mischung. Es ist nämlich, die Mischung ist das richtige Wort. Ja, die öffentliche Wahrnehmung ist schon so. Ja. Also wenn man von der Schule hört, dann immer wieder, weil das da irgendwas passiert ist. Aber es tauchen dort auch leider viele unter, die gar nichts mit den Flüchtlingen zu tun haben, einfach weil man dort in der Masse der Anonymität plötzlich untertaucht und verschwinden kann vor der Polizei. Gut, mag sein, dass der ein oder andere Flüchtling damit auch zu tun hat. Trotzdem möchte ich ein bisschen vorsichtig sein, mit der sozusagen die Schule zu kriminalisieren. Und dann, das Problem bei der Hauptmannschule ist, glaube ich, etwas schwieriger als beim Oranienplatz, denn bei der Hauptmannschule gibt es den Wunsch, dass alle Flüchtlinge in einer Immobilie untergebracht werden. Die wollen gerne zusammenbleiben, möglichst in Kreuzberg, Nähe vom Oranienplatz. Es gibt Angebote,
soweit ich weiß, vom Landesamt für Gesundheit Soziales, sie auf verschiedene Standorte aufzuteilen. Das ist aber wohl bei den Flüchtlingen bis jetzt nicht auf große Gegenliebe gestoßen. Und deshalb ist es eben schwierig. Also im Augenblick gibt es keine so große Immobilieneinrichtung, die jetzt mal eben auf den Schlag 200 oder vielleicht sind es auch mehr. Die Erfahrung vom Oranienplatz zeigt ja, dass es da eine wundersame Vermehrung gibt, dass da 200 Flüchtlinge oder mehr dann untergebracht werden können. Es sollen ja gar nicht alle raus da. Der Bezirk möchte dort eine Obdachlosen- oder Unterbringung sowieso organisieren, nicht für Flüchtlinge, aber für alle möglichen armen Leute, von denen es eben auch noch ganz viele andere gibt, die keine Asylsuchenden sind. Insofern ist das, glaube ich, noch ein sehr schwieriges Thema, was da passiert. Aber es ist natürlich nicht symbolisch, nicht so drängend wie dieser Oranienplatz, weil das ein Slum mitten in der Stadt ist natürlich eher schlecht. Und möglicherweise sind die Lebensbedingungen in der Schule auch noch besser, als sie auf dem Oranienplatz sind. Ja, also da wohnen ein Dach über dem Kopf. Ja. Familien, die wohl relativ solide da untergebracht sind und die jetzt es nicht so schlecht haben, dass sie jetzt sagen, ich muss da sofort raus. Insofern ist das ein bisschen leichter auszuhalten. Ja, der Bezirk hat Pläne, dort Leute unterzubringen, 70 bis 80 und dazu Projekte, die sich dann auch um die Leute kümmern. Also das ist eigentlich der Plan und wie man den umsetzt, da muss man natürlich die Hälfte oder ein bisschen mehr der Leute da irgendwo anders unterbringen und einige können möglicherweise dann auch dort bleiben. Ja, der Oranienplatz, wird der am 1. Mai ein Problem? Ja, er wird wahrscheinlich schon früher ein Problem. Also die NPD will da auch vorbeimarschieren in nächster Zeit, hat jedenfalls eine Demonstration angemeldet. Da kann man froh sein, dass das jetzt der Platz jetzt ein bisschen leerer ist. Aber es bleibt natürlich ein symbolischer Ort, auch weil ja auch diese Infobox dort stehen bleiben soll. Deswegen werden sich da durchaus schon Konflikte entzünden. Aber ich glaube, auch die Bürgermeisterin, Frau Herrmann, der das anfänglich zumindest das politische Symbol durchaus wichtig war, Oranienplatz, hat gemerkt, dass das blitzschnell aus dem Ruder laufen kann, wenn man da nicht aufpasst. Und alle Seiten haben dazugelernt, glaube ich, an der Stelle. Ich glaube das nicht, dass da eine große Eskalation in diesem Jahr deswegen passieren wird, weil ich glaube, die Reaktion auch aus die Unterstützer waren eben sehr gespalten und die Leute, die das jetzt, diese ganzen Prozess und diese ganze Kompromissfindung als eine Zumutung und eine Schweinerei und sonst was alles sehen, sind dann doch verdammt wenige. Und das ist auch so, ich glaube, in dem Kiez sind die Leute sehr froh, dass das jetzt vorbei ist und dass die Leute, dass das ohne riesen Straßenschlacht abgegangen ist, wie es ja zwischendurch mal gedroht hätte. Insofern glaube ich kaum, dass da jetzt, nur weil es der Oranienplatz ist, dass da jetzt eine große Aufruhr deswegen entsteht. Ich sehe da nicht die Stimmung, dass am 1. Mai dieses Jahr da groß alles zerlegt werden würde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und es hat eher, dieser ganze Prozess hat eher zu einer Spaltung in dieser Szene beigetragen. Also eine Schwächung. Eine Schwächung. Und deswegen glaube ich nicht, dass das deswegen oder auch aus irgendwelchen anderen Gründen extrem eskaliert. Aber auch noch ein bisschen Zeit. Der regierende Bürgermeister, Herr Wedekind, hat ja angekündigt, solche Art von Besetzungen soll es nicht mehr geben in dieser Stadt, solche Platzbesetzungen. Was bedeutet das im Umkehrschluss, dass wenn sich sowas abzeichnet, dann wirklich sofort durchgegriffen wird und alle Bezirke da auch an einem Strang ziehen? Na, das wollen wir mal sehen, ob das passiert. Also der regierende Bürgermeister stimmt, hat das im Abgeordnetenhaus gesagt. Aber das, was er gesagt hat, galt eigentlich schon vor 18 Monaten, als der Oranienplatz besetzt wurde. Denn diese Besetzung war zwar als politische Demonstration erlaubt und zulässig, aber über 18 Monate zu dulden, das lässt sich natürlich mit keinem Gesetz mehr unbedingt rechtfertigen. Nein, das hat der Regierende so gesagt, ein Signal an diejenigen, die vorhaben, den Platz neu zu besetzen. Das heißt, das bedeutet, dass dann eben dann tatsächlich auch der Senat ernst macht, oder der Bezirk hat ja auch einen Beschluss gefasst, dass dann so etwas nicht mehr geduldet wird und die Polizei gerufen wird und dann... Ja, das ist, was ich sage, es wird eine so eine symbolische politische Demonstration als Besetzung wird es, glaube ich, nicht mehr geben in der Stadt. Jedenfalls nicht an einem solchen sichtbaren Ort. Und was passiert ist, dass es an irgendwelchen Brachen, irgendwelchen nebenan außerhalb des Fokus gelegenen Orten, da wird es so etwas natürlich weitergeben. Das gibt es ja jetzt schon. Also man muss sich eben wirklich, das gibt es in anderen Städten auch, dass irgendwelche Leute, die keine Wohnung haben und sie nicht bezahlen können, die kampieren halt irgendwo und sind eben keine klassischen Obdachlosen oder sowas, sondern es sind Leute, die eigentlich hier zurechtkommen wollen. Wir erinnern uns an die bulgarischen Leute aus dieser Eisfabrik an der Spree, die da in dieser Ruine gehaust haben, mehr oder weniger schlimm für uns, aber für die offenbar gut genug, als dass sie das ausgehalten haben. Und das ist im Vergleich zu deren Leben zu Hause, ja, die wissen schon, warum sie hier sind und warum sie das in Kauf nehmen für sich. Weil das für sie
offenbar eine Option darstellt, die irgendwie attraktiver ist, als in Bulgarien irgendwo zu sitzen. Und von solchen Leuten wird es mehr geben in Deutschland. Das ist in anderen Ländern so, das gibt es in anderen, auch in europäischen Städten, durchaus in großer Zahl. In Lateinamerika gar nicht zu reden. Also es ist etwas, was in Umständen, wie sie im Moment sind, wir haben Wirtschaftswachstum, wir haben große Unterschiede in der ökonomischen Leistungsfähigkeit, wir haben viel Armut. Und da wird sich sowas entwickeln. Und wie wir als Gesellschaft mit so etwas umgehen, da müssen wir, glaube ich, noch eine ganze Menge lernen, weil das sich in Deutschland und in Berlin gab es sowas nicht. Das sind die letzten aber zwei Jahrzehnte. Ebenen. Das eine, stimme ich zu, das ist eine Wanderung innerhalb Europas von Menschen, denen man ja nicht vorschreiben kann, wo sie hingehen sollen, wo es auch eine Visafreiheit gibt. Das andere sind eben diese Flüchtlinge, die in einem geordneten Verfahren möglichst menschenwürdig und zügig in die Gesellschaft und in der Gesellschaft untergebracht werden müssen. Da muss man allerdings sehen, dass die Europäische Union damit nicht einig ist. Und die Teile der Probleme, die wir am Oranienplatz hatten, sind ja ausgelöst worden durch die Italiener, die mal 200 Euro spendiert haben und sagen, fahrt mal nach Deutschland, bloß weg mit euch. Ja. So kann es natürlich auch nicht gehen, dass die einen sich einen schlanken Fuß machen. Wobei man auf der anderen Seite... Die Italiener machen sich ja keinen schlanken Fuß. Ja, die angeln da Tausende, Zehntausende Leute aus dem Mittelmeer. Sie haben es lange gemacht. Sie haben lange einen schlanken Fuß gemacht. Und jetzt muss man den Italienern auch zugestehen, erstens dieses mörderische System auf Meer, wir lassen die mal da draußen, hat sich gewandelt. Sie retten die Flüchtlinge und sie sind massiv belastet im Augenblick. Und jetzt braucht es dann wieder auch der Solidarität der anderen europäischen Länder, um eine Lösung zu finden, damit nicht nachher der eine zum anderen verschubt und sagt, nee, bloß... Große Herausforderung. So. Das ist die große Problematik. Auf Seiten der EU, auf Seiten der Bundesrepublik und auch auf Seiten von Berlin. Und zwar darf es sich dabei nicht reduzieren auf verbale Plattitüden, sondern dass dann auch wirklich was geschieht auf diesem Gebiet. 12.000 in diesem Jahr allein in Berlin. Flüchtlinge. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei meinen Gästen. Bedanke mich bei Ihnen zu Hause, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut und passen Sie auf sich auf.